Eigentlich lief das bisherige Börsenjahr gar nicht so schlecht, wie man mitunter weiß machen will. Seit Beginn des Jahres konnte der DAX knapp 1400 Punkte zulegen. Allein seit Beginn des Monats konnte der DAX satte 6% zulegen. Ob wir vielleicht sogar noch einen goldenen Herbst sehen, das will ich heute besprechen mit meinem Gast, Peter Bösenberg, Zertifikate-Experte von der Société Générale. Herr Bösenberg, was sehen wir noch beim DAX diesen Herbst? Ja, der totgesagte Patient Europa erlebt noch. Ja, die Angst nährt die Hosse, das ist das, was wir jetzt hier in den letzten Wochen gesehen haben. Viele haben dem Braten nicht getraut, sind sehr defensiv positioniert und der Markt hangelt sich hier doch wieder an die alten Höchststände. Wir sind nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt und wir können uns gut vorstellen, dass die Überraschung durchaus eher auf der Ober- als auf der Unterseite liegt. Also soll heißen, wir erwarten jetzt eigentlich nicht, dass der Markt hier einen größeren Einbruch erleiden sollte, sofern wir natürlich jetzt hier keine großen unvorhergesehenen Ereignisse sehen werden. Wir dürfen aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass die Probleme natürlich in Europa jetzt nicht vom Tisch sind, aber der Wille, die europäische Gemeinschaft zusammenzuhalten, den Euro zusammenzuhalten mit entsprechenden Maßnahmenpaketen, was wir auch in den letzten Wochen wieder gesehen haben, der ist einfach sehr, sehr ausgeprägt und auf der anderen Seite die Skepsis war sehr groß. Deswegen ist der Markt, denke ich, auf dem Moment ganz gut bewertet und durchaus möglich, dass er sich noch ein wenig weiter nach oben hangelt. Sie haben es schon angesprochen, wir haben zu Beginn des Jahres sehr viel Schatten gesehen, jetzt dann wieder deutlich mehr Licht. Viele Skeptiker raten jetzt bereits dazu, dass insbesondere Privatanleger etwas defensiver agieren sollten. Ist das richtig? Ja, also man sollte auf jeden Fall hier nicht zu offensiv unterwegs sein. Die Volatilitäten sind nach wie vor sehr, sehr hoch, die Schwankungen am Markt. Auf der anderen Seite ist natürlich auf der festverzinslichen Seite kaum noch was zu holen. Also wenn wir uns in den letzten Wochen anschauen, was Siemens oder Linde mit Anleihen erlöst haben, sie haben Milliarden Anleihen platziert und dafür müssen sie keine 2% Zinsen zahlen. Das ist natürlich sehr, sehr mickrig. Auf der anderen Seite winken am Aktienmarkt, insbesondere eben auch mit Zertifikaten, wesentlich höhere Renditen. Und das macht durchaus Sinn, diese Produkte auch mit beizumischen und eben nicht nur sich für 1 oder 2% festverzinsliche Wertpapiere zu kaufen. Wenn wir es etwas runterbrechen auf die Einzelwerte blicken, welche Branchen haben Sie denn für diesen Herbst ganz besonders im Blick? Ja gut, was wir im Moment sehen, ist eher so, dass die stark gefallenen Branchen, allem voran natürlich die Banken, am meisten jetzt profitiert haben von diesem Maßnahmenpaket der EU und hier auch die entsprechend stärksten Kurszuwächse verzeichnet haben. Es ist jetzt schwer abzuschätzen, wie weit das noch geht. Also es ist durchaus möglich, dass diese Werte hier nochmal einen größeren Schub noch nach oben machen. Aber wir denken eigentlich, dass im Großen und Ganzen die Extrema, die wir jetzt vielleicht im Juli gesehen haben, sich wieder ein bisschen nivelliert haben und da auch die Branchen sich wieder mehr angepasst haben. Was sehr, sehr gut dieses Jahr gegangen sind, sind die ganzen Qualitätsaktien, ja, Nestlé, Novartis, Roche, dieser ganze Bereich ist sehr, sehr gut gelaufen. Dort ist es wahrscheinlich, dass er vielleicht jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, wenn der Markt weiterläuft, eher etwas zurückbleiben wird. Bleibt abzuwarten, ja. Wenn wir auf die vergangenen 3 Jahre zurückblicken, so hat neben dem DAX vor allem MDAX und SDAX sogar noch besser performt, noch besser abgeschnitten. Sollten vielleicht Privatanleger auch mal eher auf die Nebenwerte schauen? Durchaus. Also der deutsche Mittelstand ist ja dafür bekannt, dass er hier viele Weltmarktführer beinhaltet, viele sehr gesunde Geschäftsmodelle, die eben nicht von Europa abhängig sind, sondern auch einen sehr hohen Exportanteil, auch insbesondere in Asien haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch anschauen, wie liquide sind diese Aktien. Dort haben wir leider in den letzten Monaten doch auch sehr stark nachlassende Liquidität gesehen. Das heißt, das Interesse an diesen Aktien ist doch eher gering geworden. Aber auf der anderen Seite bieten sich dort, glauben wir, im Moment doch ein paar fundamental sehr, sehr günstige Möglichkeiten, die man durchaus auch als geringe Beimischung im Depot sich mit anschauen kann. Fast zum Ende des Interviews brauche ich noch eine kleine Prognose von Ihnen. Sehen wir beim DAX eher die 8.000 oder eher die 7.000, wenn wir auf Blick von Dezember diesen Jahres? Also wir gehen davon aus, dass wir bis zum Ende des Jahres irgendwo im Bereich 7.500 Punkte uns bleiben. Vielleicht noch ein bisschen höher, als wo wir jetzt sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben gehen, ist vielleicht ein bisschen größer, als dass wir runtergehen. Eine aktuelle Markteinschätzung von Peter Bösenberg von der Société Générale. Vielen Dank für das Gespräch.